sind wir am Standort Fjord Schönau. Und es werden Möbel, Sitzelemente und Floß aufgestellt und aufgebaut. Und zwar im Rahmen von Fjordkonzepten der Stadt Wetzikon. Auftraggeber ist der Stadtrat. Also die Stadt Wetzikon hat die Fjordmöbel hier errichtet. Wir haben auch andere Standorte, nicht nur in der Schönau, auch am Wildbach, Kempnerbach und Lendenbach. Und das Fjordprojekt entspricht auch der Vision 2040 vom Stadtrat, wo zum Ziel hat, unter anderem die schönen Begegnungsorte im Stadtgebiet für die Bevölkerung zugänglich zu machen, auch zugänglich erhalten und so die Lebensqualität im Siedlungsgebiet erhöhen. Am besten kommt man zu Fuß oder mit dem Velo. Es gibt keine Parkplätze, es ist in der Natur und man kommt gezielt oder zufällig vorbei. Schönau ist ein spezieller Ort in dem ganzen Fjordkonzept. Wir haben hier die Erlaubnis von der HIAG, von der Besitzerin von dem Schönau-Areal, bekommen, dass die Bevölkerung den Ort darf nutzen darf, hier beim Weiher, wo wir jetzt die Fjord-Elemente wieder neu aufgestellt haben. Like